die Zugfahrt ging eben von Stockholm über Sundsvall, das ist genau das, was in diesem Knick in der Route drin liegt, über Östersund nach Storlien. Man kann auch alternativ direkt in Östersund umsteigen, wenn man nicht mit dem Nachtzug fährt, und von Östersund dann weiter nach Storlien fahren. Da ich den Nachtzug genommen habe, war ich quasi die gesamte Nacht unterwegs. Es ging circa 10 Uhr los, wenn man die Verspätung mal weglässt, die der Zug hatte. Und man kommt so morgens gegen 8:30 in Storlien an. Und erfreulicherweise steht man, sobald man am Bahnhof ankommt, gefühlt ungefähr im Nirgendwo. Und es gibt auch bereits die ersten schneebedeckten Berge im Hintergrund zu sehen. Also generell hatte ich da ein sehr schönes Gefühl, endlich draußen zu sein. Der Bahnhof selbst ist sehr gemütlich, man kann da auch prima längere Zeiträume überbrücken. Wie man sieht, gibt es auch jede Menge gute Sitzgelegenheiten und man kann da natürlich auf so einer Bank auch prima schlafen. Mein Weg wird mich jetzt demnächst gleich in Richtung des Gebäudes unten rechts auf der Karte führen, denn da kann man dann noch die letzten Einkäufe vornehmen. Hossa, bin jetzt im Wartebereich vom Bahnhof in Storlien. Das spreche ich sogar korrekt aus, habe ich jetzt rausgefunden. Und tatsächlich ist hier nix. Also der Bahnhof ist eigentlich noch ganz knuffig, ganz schnuckelig, aber wenn man erstmal aus dem Zug aussteigt, weiß man überhaupt nicht, wo das Bahngleis aufhört. Es steht nirgendwo ein Schild, wo man jetzt hinlaufen muss. Man steht erstmal schön verloren im Nirgendwo. Genauso habe ich mir das gewünscht. Die letzten paar Minuten mit der Bahn hatten jetzt auch die erste Aussicht aufs Gebirge. Und ich habe jetzt auch Gewissheit, wie es mit der Schneesituation aussieht. Und zwar viele Schneefelder, aber überhaupt nicht dramatisch. Das ist eher gut. Dann habe ich ein bisschen mehr Abwechslung in der Landschaft. Habe draußen vorm Bahnhof auch schon ein Schild gefunden, das darauf hinweist, wo es zum Kungsleden geht. Bis dahin sind es nämlich nochmal 4 Kilometer oder sechs. 4 oder 6 Kilometer, bis der eigentliche Kungsleden losgeht. Das hier ist nur die letzte Bahnstation vorm Weg. Näher kommt man also nicht ran mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Jetzt muss ich mir noch irgendwo Spiritus besorgen. Ich gehe davon aus, dass die hier als Touristenort garantiert irgendwo Spiritus verkaufen. Den muss ich noch finden. Und erstmal eine Jacke anziehen. Ist nämlich kalt draußen. Und wollt ihr euch mal daran gewöhnen, dass ich gegen den Wind anbrülle? Das mache ich jetzt auch. Hoffe ich, dass sie Spiritus haben. Sonst habe ich alles. Auf dem kleinen See hier in der rechten Bildhälfte gab es dann auch schon das erste Tier, und zwar diese mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weibliche Reiherente. Frühstück. Ich habe noch überhaupt nichts gefrühstückt. Zuletzt habe ich, glaube ich, gestern Nacht um 10 was gegessen. Deswegen ist jetzt nötig. Es gibt norwegisches Brötchen, Quatsch, schwedisches Brötchen mit Schinkost, was auch immer. Das ist irgend so ein seltsamer Käse mit Schinkenstückchen drin. Finde ich toll, fand ich schon früher toll, habe ich mir deswegen gekauft. Von der Verpackung her eigentlich ja unpraktisch. Muss ich nämlich noch eine Weile mitschleppen. Zimtschnecken, die sind ganz hervorragend. Und mein Spiritusproblem ist auch gelöst. Habe ich 2 Liter Rötsprit. Ist Spiritus auf Schwedisch. Der heißt hier so. Und noch ein bisschen was zu trinken. Damit habe ich auch genug Flaschen. Mir haben ja auch noch Flaschen gefehlt, um Wasser wieder auffüllen zu können. Und jetzt geht es gleich los. Also so richtig dann. Dann ab zum Kungsleden. Also das hier ist jetzt noch der Zugangsweg. Noch nicht der eigentliche Kungsleden. Aber ich finde es hier schon richtig, richtig toll. Dass sie den Zugangsweg inzwischen auch mit solchen Schildern markiert haben, muss ziemlich neu sein. Steht in meinem Reiseführer auch nicht drin. Und
mein Rucksack hat jetzt natürlich sein maximales Gewicht. Der wird nie schwerer sein als jetzt. Und bergauf, joa, selbst wenn es nur ein kleiner Buckel ist, joa. Aber je länger die Tour geht, desto fitter werde ich, desto leichter werde ich. Ich werde nämlich hier einen Haufen Speck verbrennen und natürlich auch mein Gepäck. Also Besserung ist in Sicht. Am Ende fliege ich dann über das Fjell. Tschung, hoffe ich. Werden wir mal sehen. Ja, ein paar kleine Häuschen-Impressionen. Wie gesagt, hier auf dem Anweg zum Weg. Hier gibt es immer mal wieder so Hüttchen. Ich denke, das werden Ferienhäuser der Einheimischen sein. Steht nirgendwo dran, dass irgendwas zu vermieten wäre. So, wenn man jetzt da runter guckt, dann sieht man da hinten, ich zoome mal ein wenig, auch noch so ein paar Häuser. Das müsste Storwallen sein. Und in Storwallen, da geht der eigentliche Kungsleden los. Und der geht dann da vorne über die Bergtundra nach Süden. Jawohl. So, und das nicht so spaßige an der Straße langlaufen habe ich jetzt auch geschafft. War jetzt kein so großes Stück, das meiste habe ich abkürzen können durch diesen neuen Weg. Und jetzt befindet sich hier Storliens Fjellgard. Das sind die Leute, die einen retten, wenn man im Fjell verunglückt. Was mir natürlich nicht passieren wird. Und da hinten ist dann auch diese Fjellstation. Fjellstationen, das kann ich auch schon mal sagen, das sind quasi die Hütten auf dem Weg. Manche dieser Hütten sind allerdings eher Hotels als Hütten. Teilweise schon ziemlich luxuriös und kosten dann auch entsprechend viel Geld. Und da ich hier außerhalb der Saison rumstapfe, ist hier auch keine Sau. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Aber es sieht so aus, als ginge der Weg jetzt hier runter und dann da hinten entlang. Man kann da in der Ferne auch die Markierungen sehen und ich denke, das müsste richtig sein. Ja, dann stapfen wir mal weiter. Es gibt auch keine wirkliche Alternative. Ja, ich hatte gehofft, ich komme heute noch einigermaßen zurecht, ohne groß auf die Karte gucken zu müssen. Das war, mein Hut ist verrumpelt, leider ein Irrtum und jetzt musste ich die Karte halt raussuchen. Da ich meinen Rucksack noch gar nicht auf Loslaufbepackung umgepackt habe, muss ich das halt jetzt machen, weil ich halt nun mal jetzt gerade die Karte gebraucht habe. Oh, da kommt eine dicke schwarze Wolke. Sinnvoll wäre natürlich in so einem Fall möglichst schnell alles wieder einzupacken. Ich bin bei sowas teilweise etwas entspannter, als ich es vielleicht sein sollte. Ja, aber ich habe ja Urlaub, ne? Gut, bin also auf dem richtigen Weg. Was mich gerade irritiert hat, ist, dass der zum Teil so aussieht, ne? Und da sinkt man schon ein wenig ein. Ist halt ein wenig eine Matschepampe. Und ich war mir jetzt nicht sicher, laufe ich jetzt hier auf dem Winterweg rum oder ist das schon der korrekte Sommerweg? Es ist ein Kombiweg, es ist der Winter- und Sommerweg kombiniert. Und da wir ja wirklich ganz früh in der Saison sind, also so nach dem Motto, durchkommen ist möglich, aber so gerade erst, so in ein paar Tagen sollte die Sache dann nochmal ein bisschen besser aussehen. Auch komme ich dann in felsigere Gebiete und weniger sumpfige Gebiete. Ja, aber das ist halt eben der Preis, den ich jetzt dafür zahlen muss, dass ich so früh dran bin. Die sumpfigeren Gebiete, die moorigen Wegabschnitte, die sind halt eben jetzt aktuell gerade doch ziemlich moorig. Braucht entsprechend viel Kraft, da durchzulatschen. Und ich werde heute nicht weit machen. Ich werde heute wirklich nicht weit machen, weil ich merke einfach den Schlafmangel. Wie gesagt, mein Rucksack ist maximal schwer. Ich habe jetzt sogar noch teilweise ein bisschen Zusatzproviant drin, der gar nicht eingeplant gewesen ist. Der ist morgen dann halt gleich nochmal wirklich einen Zacken leichter. Das sollte ich dann schon sofort merken. Er ist jetzt schon wirklich hart an der Grenze dessen, was ich jetzt noch spaßig mit mir rumtragen kann. Müsste so ungefähr 24 Kilo sein aktuell. Und ja, jetzt werde ich doch mal schauen, dass ich zumindest so noch in den Bereich der Baumgrenze komme und dann wirklich in der richtigen Bergtundra für heute Abend mein Zelt aufschlage. Ich mache da jetzt wirklich ganz langsam. Ich habe noch ewig viel Zeit. Es ist jetzt 12:15. Ich kann also eine Stunde gehen, eine Stunde ganz langsam und gemütlich.
dann eine Stunde Pause machen, dann wieder eine Stunde gehen, ganz langsam und gemütlich, eine Stunde Pause machen. Also so in dem Tempo könnte ich heute vorwärts machen. Ich guck mal, wie ich jetzt Lust habe und ja, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Karte. Jetzt ist hier natürlich, habe ich mir nicht markiert, dass ich ja von Storlien hier noch erst herlaufen musste. Das ist schon ein Stück, das ist eine sehr 1 zu 100.000er Karte. Und ich befinde mich jetzt quasi kurz überhalb von der Abzweigung hier. Und da war ich mir jetzt halt nicht sicher, geht der Weg nicht vielleicht doch irgendwie da lang, weil da führt auch ein Weg lang, der ausgeschildert ist, der auf meiner Karte aber gar nicht, ja gut, als dieses komische Gewirr war, da ist der auch verzeichnet, aber nicht so wirklich. Jedenfalls muss ich auf dem gelben und das ist halt eine Zeit lang der kombinierte Weg. Dann später zweigt tatsächlich der Sommerweg ab und verläuft neben dem separaten, oh, könnt ihr gar nicht sehen, Entschuldigung, neben dem separaten Winterweg. Die gestrichelte Linie ist der Winterweg, die gepunktete Linie ist der Sommerweg. Wenn beides zusammen verläuft, dann ist es ein durchgezogener Strich. Ist gar nicht so einfach, das erstmal zu begreifen. Und wie das jetzt mit der Markierung zusammenhängt, habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Also ich weiß, dass die Kreuze allein nur den Winterweg markieren. Ja, und wahrscheinlich ist dann halt, wenn eben noch das andere Zeug unter den Kreuzen drunter ist, der gemeinsame Weg. Das werde ich hoffentlich im Lauf der Tour dann noch genauer rausfinden, was jetzt welche Wegmarkierung genau zu bedeuten hat. Sagt mir mein Reiseführer leider auch nicht so hundertprozentig. Da haben sie wohl scheinbar einiges neu gemacht jetzt in letzter Zeit. Okay, dann packe ich meinen Camper jetzt wieder einigermaßen vernünftig zusammen. Muss ja leider doch sehr viel rausnehmen. Immer das, was man sucht, ist natürlich ganz unten. Da hilft auch ein Frontloader-Rucksack nicht, weil ich ja nicht wusste, ist es wirklich ganz unten oder nur vielleicht. Und deshalb habe ich mich halt von oben durchgearbeitet und selbstverständlich, es war ganz unten. Ist ja immer so. Ja, aber wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Irgendwann wird es wahrscheinlich tatsächlich noch regnen. Ja, jetzt kommt sie dann über mich, die dicke, fette, schwarze Wolke. Aber da hinten wird es auch schon wieder blau. Wir werden sehen.